Es waren größtenteils ganz normale Familien. Zu Hause fühlten sie sich sicher. Ihr Familienleben war glücklich und intakt. Sie wussten zwar, dass sie überwacht wurden, aber auf das, was in jener Nacht geschah, waren sie absolut nicht gefasst. Anjuscha, ты можешь это закончить завтра? Хорошо, папа. Кто там? Проверка документов. Открывайте дверь. Что случилось, начальник? Ты проверь там. Ты останься здесь. Его сюда. Вы Тарасюк Николай? Да. С вами проживает Мария Павловна, Анна Михайловна, Иван и Настя Тарасюк? Да. В соответствии с решением советского правительства, вы и члены вашей семьи подлежите выселению в Сибирь. На вечное поселение за антисоветскую деятельность, как активные участники нелегальной секты свидетелей Иеговы. В вашем распоряжении 2 часа. Что мы сделали плохого против государства? У вас есть возможность остаться, если вы подпишете документ о прекращении всякой деятельности с сектой свидетелей Иеговы. Мы не можем этого сделать, начальник. Вам лучше быть выселенными? Мы не хотим быть выселены, но мы не можем отказаться от Бога тоже. Тогда у вас 2 часа. Обыщите дом. Встань, сядь там. Иегова позаботится о вас. Не волнуйтесь. Иегова будет. Solche Szenen spielten sich im April 1951 in 3 Nächten überall in der westlichen Sowjetunion ab. Tausende von christlichen Familien, Männer, Frauen und Kinder wurden in Güterwagen verfrachtet und nach Sibirien deportiert. Diese Massendeportation kennzeichnete einen entscheidenden Wendepunkt in dem jahrzehntelangen ideologischen Kampf gegen Jehovas Zeugen. Einem Kampf, durch den ihr Glaube geprüft wurde. Heute gehen Jehovas Zeugen in der gesamten ehemaligen Sowjetunion ungehindert ihren religiösen Aktivitäten nach. Sie predigen, ohne sich vorsehen zu müssen. Aber das war nicht immer so. Heute halten sie große christliche Kongresse ab. Doch im Verlauf des 20. Jahrhunderts war das mächtige Sowjetregime über einen langen Zeitraum entschlossen, ihre Organisation auszulöschen. Warum? Wie haben die Zeugen in den früheren Sowjetstaaten bestehen können? Und wie ist es ihnen ergangen? Werfen wir einen kurzen Blick auf ihre Geschichte.
Ihren Namen leiten die Zeugen von dem biblischen Namen Gottes Jehova ab. Bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren Jehovas Zeugen in Russland präsent. 1913 erkannte die Reichsregierung die Organisation der Zeugen Jehovas an und genehmigte die Veröffentlichung von Literatur sowie die Missionstätigkeit innerhalb der Grenzen des Russischen Reiches. Trotz der offiziellen Genehmigung war das religiöse Klima für die Missionstätigkeit damals nicht günstig. In Russland hatte die orthodoxe Kirche das Sagen. Das ließ anderen Religionen natürlich wenig Raum, in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Bestimmte Religionen wurden jedoch toleriert: Katholiken, Baptisten, Muslime und Buddhisten. Dann gab es noch eine dritte Kategorie, nicht geduldete Religionen. Das schloss praktisch alle anderen Religionsgemeinschaften ein. Die Gläubigen wurden drangsaliert, bespitzelt und waren im Allgemeinen der polizeilichen Willkür ausgesetzt. Nicht lange nach der kommunistischen Revolution 1917 verhärtete sich die Einstellung des Staates zu allen Religionen. Um 1940 hatte sich die Sowjetunion auf die Westukraine, das Baltikum und Moldawien ausgedehnt. Gebiete, in denen viele Zeugen Jehovas lebten. Dadurch gab es in der Sowjetunion plötzlich Tausende von weiteren Familien, die Zeugen Jehovas waren. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Viele Sowjetbürger befanden sich als Gefangene in Niedergelegt. Und daher musste der Kampf gegen die Religion aufgenommen werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging man massiver gegen die Zeugen vor. Verhaftungen nahmen zu. Sie wollten wissen, wer die Organisation leitet und wer die verantwortlichen Brüder waren. Weil ich nicht antwortete, schlugen sie mich. Naja, hier und dort, überall, jeden Tag aufs Neue. Es war 1947 und ich war 19 Jahre alt. Man schickte mich und einen anderen Zeugen in die Kaiski-Region im hohen Norden. Wir wurden zu 5 Jahren Lagerhaft verurteilt. Es war wirklich schrecklich in den Arbeitslagern. Dort herrschte Anarchie, Hunger und Kälte. Als ich 1950 verhaftet wurde, war ich bereits im 5. Monat schwanger. Mein Sohn kam am 13. August im Gefängnis zur Welt. Aus den Unterlagen der Sicherheitspolizei geht hervor, dass von 1947 bis 1950 1048 Zeugen festgenommen wurden.
Jehovas Zeugen erging es in der Ukraine und in der gesamten Sowjetunion am schlimmsten. Auf die orthodoxe Kirche oder auf andere Religionen wurde mal mehr und mal weniger Druck ausgeübt. Aber auf Jehovas Zeugen wurde meiner Meinung nach konstant Druck ausgeübt. Aber durch die Festnahmen konnten die Behörden nichts ausrichten. Man merkte, dass Festnahmen nicht ausreichten. Betagte und Kinder wurden nicht eingesperrt. Sogar die Kinder predigten. Daher dachten sie sich eine Strafe aus, die Jehovas Zeugen völlig von der Außenwelt isolieren würde. Am 19. Februar 1951 legte der Chef der Sicherheitspolizei, Abakumov, Stalin einen Geheimplan vor. Alle Zeugen Jehovas, auch Kleinkinder und Schwangere, sollten verbannt werden. Das Ganze hatte den Decknamen Operation Nord. Stalin billigte den Plan. Gegen 5 Uhr morgens erschienen bei uns Soldaten mit Maschinengewehren und Wachhunden. Sie legten meinen Eltern, meinem Vater, ein Schriftstück vor, in dem es hieß, dass unsere Familie, die der Organisation der Zeugen Jehovas angehört, nach Sibirien deportiert werden sollte. Sie beschlagnahmten unsere Bibel, die letzte, die wir noch hatten. Ich hatte Angst und fragte, Mama, sind wir die Einzigen, die abgeholt werden? Mutter sagte, ich weiß es nicht. In allen westlichen Regionen wurden Hunderte von Familien von Zeugen Jehovas auf Lastwagen zu Bahnhöfen geschafft. Die LKWs kamen mit ihrer Ladung an. Hier hielten sie. Aber die Güterwagen standen dort. Der erste und zweite Lastwagen fuhren zu einem Güterwagen. Eine unserer Schwestern war schwanger. Ein Uniformierter warf ihr Schimpfworte an den Kopf und machte sich über sie lustig. Und so ging es weiter. Immer wenn ein Güterwagen voll war, schlossen sie die Tür. Ein Wagen nach dem anderen. Die Zeugen mussten Häuser und Höfe verlassen, die über Generationen ihren Eltern und Großeltern gehört hatten. Sie ließen fruchtbare Felder und Obstgärten zurück und wurden in die raue Einsamkeit Sibiriens gebracht. Es war eine schwere Zeit für meine Eltern. Sibirien hatte damals etwas Abschreckendes und es gab viele Probleme. Im Verlauf der Geschichte Russlands sind Millionen von Menschen aufgrund vieler unterschiedlicher Anklagen nach Sibirien verbannt worden. Aber als religiöse Gruppe waren es nur Jehovas Zeugen, die massenweise deportiert wurden. Interessanterweise hätten die Zeugen ihrer Deportation entgehen können. Der Verantwortliche für die Deportation unserer Familie war ein gutherziger Mann. Eine ganze Weile versuchte er, meinen Vater zu überreden, das Schriftstück zu unterschreiben, was bedeutet hätte, uns von der Organisation der Zeugen Jehovas loszusagen. Wenige Zeugen, wenn überhaupt, nahmen das Angebot an. Da das Gespräch erfolglos verlief, sagte der Beamte, also dann müssen wir sie eben deportieren. Alle, die Gesamtheit der Zeugen Jehovas aus der Ukraine, aus Moldawien und aus dem Baltikum kamen zur gleichen Zeit in die Verbannung. Sie wurden alle zusammen weggebracht. Man gab ihnen 2 Stunden zum Packen und dann wurden sie in Güterwagen auf eine schier endlose Reise nach Sibirien geschickt. Hier waren wohl mehr als 40 Personen drin. Da stand ein Ofen, auf dem wir versuchten zu kochen. Erst nachdem wir die Hälfte der Strecke hinter uns hatten, gab man uns etwas zu essen. Wir teilten, was wir hatten, und konnten manchmal etwas warm machen. Für eine Toilette sorgten die Brüder so. In einer Ecke war ein Loch und sie stellten einen Eimer hinein. Das war alles, was wir an Komfort hatten. Наше путешествие в таких условиях длилось приблизительно в течение 20 суток.
Fast 3 Wochen lang rollten die Züge Tausende von Kilometern durch Berge und Steppen, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Trotz allem blieben unsere Brüder und Schwestern guten Mutes und ermunterten einander. Natürlich war uns nicht immer zum Lachen zumute, aber wir hatten überhaupt keine Angst. Die positive Stimmung der Zeugen trug nicht nur zur gegenseitigen Ermunterung bei, sondern überraschte auch ihre Wärter. Sie staunten immer darüber, dass wir sangen. Oft fragten sie: Woher nehmt ihr nur diese Ruhe? Was seid ihr bloß für Leute? Fahrt ihr etwa zur Erholung? Wohin bringen sie euch nur, dass ihr so ruhig bleiben könnt? Und wenn wir aufhörten zu singen, kamen die Wärter und sagten: Warum habt ihr denn aufgehört? Singt doch weiter. Allein der Gedanke, dass auch in anderen Zügen Glaubensbrüder saßen, hob ihre Stimmung. Zuerst hörten wir nur das Singen in unserem Waggon. Aber als dann andere Züge vorbeifuhren, wurde uns bewusst, dass sich darin auch Brüder befanden. Wir hörten sie singen. Wir sahen einen anderen Zug vorbeifahren, an dem ein Schild hing: Jehovas Zeugen. Schnell machten 3 unserer Jugendlichen auch ein Schild und hängten es draußen an den Waggon. Die Menschen waren stark, innerlich stark. Die schwangere Schwester bekam ihr Baby im Güterwagen. Und als sie uns zählten, sagten sie: Schau an, noch ein Zeuge Jehovas. Schließlich endete die lange Reise aus dem Westen. In Sibirien angekommen, wurden Jehovas Zeugen entlang der Bahnlinie in Siedlungen abgesetzt. Hier, so sagte man ihnen, würden sie den Rest ihres Lebens verbringen. Die Ortsbehörden stellten Unterkünfte bereit, die aber keineswegs angemessen waren. Zuerst mussten wir in Zelten wohnen. Dort erkältete sich unser erster Sohn, bekam eine Hirnhautentzündung und starb. Ein Jahr später wurde uns wieder ein Sohn geboren. Doch bei der Geburt traten Komplikationen auf. Meine Frau musste sofort operiert werden. Aber irgendetwas ging schief. Ein Jahr war sie schwer krank. Dann starb sie. Schließlich wurden wir in einem früheren Gefängnis untergebracht. Es war schrecklich. Überall wimmelte es von Wanzen und Küchenschaben. In der Ukraine hatten wir nie Wanzen oder Schaben gesehen. Die meisten Zeugen, Männer und Frauen, schon 15-Jährige, wurden gezwungen, für einen Hungerlohn Bäume zu fällen. Im sibirischen Winter Bäume zu fällen war grausam. Innerhalb von Minuten konnten einem die Ohren abfrieren. Es war kalt, minus 40, minus 42, ja sogar bis zu minus 50 Grad Celsius. Das war wirklich Schwerstarbeit. Als es wärmer wurde, gab es andere Qualen. Tagsüber wimmelte es von Fliegen, die Art, die stechen. Sie waren überall, im Mund. Man konnte nicht mal den Mund aufmachen, in den Ohren. Unsere Gesichter waren so geschwollen, dass wir uns gegenseitig nicht mehr erkannten. Ich fragte mich, ob ich jemals wieder unbelästigt zum Himmel schauen könnte. Wir dachten an die Zeit, als die Israeliten in Ägypten Zwangsarbeit leisten mussten. Wir beteten zu Gott: Gib uns mehr Glauben, damit diese Arbeit, die über unsere Kräfte geht, uns nicht zum Wanken bringt. Trotz strenger Bewachung kamen die einzelnen Versammlungen zum Bibelstudium zusammen. Auf unsere Zusammenkünfte legten wir stets großen Wert, denn sie gaben uns Kraft und Stärke. Natürlich waren Zusammenkünfte verboten,
Aber wir versammelten uns trotzdem, ungeachtet der Umstände. Wenn es extrem schwierig wurde, versammelten wir uns in Gruppen von 5 bis 7 Personen in der Nacht oder um 6 Uhr morgens. Im Dorf gab es einen Hund, der jeden kannte und nur bellte, wenn Fremde kamen. Er schien dann am äußersten Ende des Dorfes jemand von der Polizei, fing er an zu bellen. Und wir wussten, jetzt müssen wir alles verschwinden lassen. Der Tod Stalins 1953 ließ auf Erleichterung hoffen. Aber bis dahin sollte es noch lange dauern. Das neue Regime verfolgte denselben Kurs. Wir wurden verhaftet und verurteilt. Einige erhielten 15 Jahre, andere 10. Ich erhielt 12 Jahre. Die meisten verhafteten Zeugen wurden zu Zwangsarbeit verurteilt. In den Lagern verloren sie das bisschen Freiheit, das ihnen in der Verbannung noch geblieben war. Vor Gericht konnten sie kein faires Urteil erwarten. Der Schuldspruch stand schon vorher fest. Ohne Grund wurden Strafen von 10 Jahren verhängt. Den Schriftführern kamen die Tränen wegen der Ungerechtigkeit, aber sie konnten nichts machen, was uns sehr berührte. Da die Sicherheitspolizei bereits Anweisungen gegeben hatte, untersuchte das Gericht die Fälle nicht einmal. Die Arbeitslager waren als Hauptverwaltung des Straflagersystems bekannt, auf Russisch Gulag. Darin kamen Millionen aufgrund von Überarbeitung, Unterernährung und wegen extremer Witterungsbedingungen ums Leben. Aufgrund schlimmer Erlebnisse in den Lagern hörten zahlreiche Gefangene der hoffnungsvollen Botschaft der Zeugen zu. Das führte dazu, dass einige selbst Zeugen Jehovas wurden. Fjodor Stepanow war einer von ihnen. Er litt unter Hunger und Kälte. Täglich sah er, wie Leichen aus dem Lager geschafft wurden. Eines Tages traf er auf einen Zeugen. Im Verlauf der Unterhaltung sagte ich, Religion gibt es schon so lange, aber sie hat niemandem geholfen. So etwas wie die richtige Religion gibt es nicht. Aber der Zeuge sagte, doch, diese Religion gibt es. Es gibt eine wahre Religion. Dann sprach er mit mir über die Bibel. Inzwischen war Antonina Fjeschkova im nahegelegenen Frauenlager eine Zeugin geworden. Eines Tages wurde sie gebeten, eingeschmuggelte Literatur von einem Zeugen aus dem Männerlager entgegenzunehmen. Sie wusste nur, dass er Fjodor hieß. Mein Herz schlug schneller und ich dachte, was für ein netter junger Mann. Ich schaute und Fjodor kam zum Tor. Er gab mir die Hand und überreichte mir die Literatur. Wir lächelten uns an und sagten irgendetwas Belangloses. Fjodor und Antonina führten über die geheimen Wege der Zeugen einen Briefwechsel. Nach meiner Freilassung wartete ich 2 Jahre auf ihn. Dann kam er und wir heirateten. Die nächsten 5 Monate mit ihm zusammen erschienen mir wie 5 Minuten. Dann wurde Fjodor erneut eingesperrt, weil er Literatur von den Zeugen bei sich hatte. Wie aus Propagandafilmen gegen die Zeugen hervorgeht, unternahmen die atheistischen Behörden große Anstrengungen, die biblische Literatur der Zeugen zu vernichten. Viele waren wegen der Verbreitung dieser Literatur verhaftet worden, da sie fälschlicherweise als politisch bezeichnet wurde. Die Menschen lebten hier. Sie waren Bürger dieses Landes, aber sie hatten eigentlich nicht die Möglichkeit, offen über ihre Glaubensansichten zu sprechen. Sie konnten ihren religiösen Hunger nicht stillen. Daher waren sie in gewisser Hinsicht Fremde im eigenen Land. Das traf auch auf Jehovas Zeugen zu. Die Zeugen, anfangs die wenigen, die von der Verbannung verschont geblieben waren, bauten zahlreiche unterirdische Bunker, damit sie ungestört Literatur herstellen konnten. So mancher fragt sich vielleicht, was mich veranlasste, unter der Erde zu leben. Im Grunde war das Regime, das über der Erde existierte, schuld daran. Zurück
Zuerst kopierten sie die mit Tinte geschriebenen Originale. Aber als immer mehr biblische Literatur benötigt wurde, stellten sie Matrizen zur Vervielfältigung her. Immer mehr Menschen schlossen sich den Zeugen Jehovas an und es entstanden viele neue Versammlungen. Wir mussten nicht nur die Ukraine und Moldawien mit Literatur versorgen, sondern auch Sibirien. Wenn der Sauerstoff in dem winzigen Bunker knapp wurde, ruhte sich Nikolai aus, bis mehr Frischluft eingedrungen war. Zugegeben, die Arbeit war nicht leicht. 7 Tage oder länger kam ich überhaupt nicht nach draußen, aber im Bunker fühlte ich mich frei.